Ja, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Pro Evolution Soccer 2015 und wir haben jetzt richtige Luxusprobleme. Wir haben zwei weitere Neuzugänge, einmal Alexander Merkel und einmal den angesprochenen Stürmer von den Bayern. Namen sage ich immer noch nicht, den werdet ihr gleich sehen, wenn ihr auf unsere Aufstellung guckt. Und ja, wir haben jetzt Luxusprobleme, weil ich muss einen rausnehmen, Thielemans, Gündogan oder Stocker, um Merkel spielen zu lassen. Gündogan ist jetzt gesperrt, deswegen war die Entscheidung einfach, aber ja, das ist mal Luxusproblem, ne? Thielemans macht seine Sache richtig gut und Stocker hat letzte Saison richtig gut gemacht, also ich habe echt keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Und mit dem Stürmer, ich musste erstmal De Jong raustun und das war auch nicht so einfach, weil De Jong hat auch immer gute Leistung gebracht, aber genau, warum sehen wir jetzt keine Aufstellung? Das ist doch Trollen, ich habe nichts gedrückt, Freunde. Toll, dann müsst ihr noch ein bisschen warten, tut mir leid. Ich wollte euch ja so den Namen zeigen, aber ja, wer mich kennt, wird sich vielleicht schon erahnen können, wen ich geholt habe. Aber so, hä, der holt doch sonst keinen Spieler von den Bayern. Tja, so ist das, ne? Machen hier gut Druck, kriegen durch Mané den Ball. Der behält die Ruhe. Ich dachte, der Torwart hält, aber Torwart grenzdebil. Und schon steht es wieder 1:0. Wir können ruhige Gewässer angehen und Mané macht seine Sache wirklich wunderbar. Herrlich. Das frühe Tor. So muss das sein. Hier gut Druck gemacht, alle Laufwege, alle Passwege zugelaufen. Und jetzt dann schönes Pressing. Und hier der Torwart, den muss er doch eigentlich halten, oder nicht? Also ich bin der Meinung, den kann man halten, auf jeden Fall. Na gut, der Innenverteidiger macht da auch keine gute Arbeit. Das habe ich schon wieder nicht gesehen, wer im Tor ist. Naja, wir werden es noch erfahren. Vielleicht hält er ja mal einen Ball und dann sehen wir seinen Namen. Leitner, Bier. Diesmal kommen sie direkt durch. Frechheit. Nicht mit mir, Freunde. Stocker ist durch. Nicht auf... Also er soll schon auf Schieber gehen, aber vielleicht etwas... Oh. Oh. Warum kam denn hier der Merkel so frei zum Schuss? Hat den Ball noch? Merkel! Ich probiere es echt fast nur noch über Distanzschüsse, aber ich will das auch mal packen. Muss doch zu schaffen sein mit den Jungs hier. Stocker. Oh, fehlt nicht viel, aber war kein wirklicher Distanzschuss an Strafraumgrenze. Trotzdem gut durchgesetzt, eine Drehung und der Schuss ist nicht von schlechten Eltern. So, Torwart, Kirschbaum, natürlich. Dann konnte er den gar nicht halten, weil der kann nicht so too much. Gegen Werner sollte man ja wohl Kopfballduell gewinnen. Also wenn der eins nichts kann, dann Kopfball. Mané wieder mit einer Balleroberung gegen Bier. Sieht dann unten Stocker, aber der Ball kommt nicht an. Schade. Hätte ich vielleicht doch alleine machen sollen. Komm Mané, hol die nächste Balleroberung. Thielemans. Stocker. Zieht nach innen. Wen kann er anspielen? Alle laufen weg. Hahn! Boah. Volle Möhre draufgelatzt. Einfach mal Risiko gehen. Sieht bisher sehr gut aus, was wir hier spielen. Gefällt mir wirklich gut. Komm, Mané, unten enger ran. Ich laufe mit Schieber den Ball wieder entgegen. Gegen Werner, der wird in 7 Jahren kein Kopfballduell gegen uns holen. Thielemans hier, Kampfsau. Guck mal da oben, der Merkel kriegt sogar den Ball. Merkel gegen Bier. Ist er schneller? Ja, ist er. Aber dann einen Tick zu weit vorgelegt. Den Pass haben wir doch erahnt hier unten. Gut so. Gersbeck muss den nicht unbedingt in die Hand mitnehmen, aber naja. Nimmt halt das Tempo aus dem Spiel, ist so ein bisschen kontraproduktiv, aber lass mal. Macht ja seine Sache sonst gut.
Und für die KI kann er ja nun wirklich nichts. Merkel geht. Ah, diese Laufduelle sind noch nichts für Merkel. Aber hier Fehler. Und Mané. Ey! Och, Schiri! Sag mal! Habt ihr das gesehen? Der Mané wird einfach von hinten umgesetzt. Und Schiri so, ach nö. Nö, Eishockey. Meine Fresse. Ja, Werner, kannst du springen? Da kommst du nicht ran. Hahn, Merkel. Wieder zurück auf Hahn. Gegen die Davi im Laufduell. Das packen wir doch. Rüdiger wird da schon eher ein Problem. Schwab. Kirschbaum. Keine Ahnung, was der da macht im Tor. Also absolut schlecht unterwegs bisher der Herr Kirschbaum. Merkel, fast am Ball. Komm, Merkel, gegen Adnan. Alter, was war das denn? Boah, überragend von Gersbeck. Gersbeck, wohin wirft der? Naja, 1-0, Stuttgart wurde ein bisschen stärker kurz vor der Halbzeit und jetzt sehen wir doch gleich den Stürmer. Warum kann ich hier nicht weiter drücken? So, bisschen mehr Ballbesitz, an den Pässen müssen wir noch arbeiten, wie immer. Wir wechseln, wir hatten ja gute Belastung und hier sehen wir es. Der Stürmer von den Bayern, Christian Benteke. Sturmfuchs. Hat er hier als Dings. Wir schicken jetzt mal alle Belgier rein. Hallo? Hat der den Wechsel jetzt gemacht oder nicht? Ich hoffe es. Origi kommt nochmal rein und Thielemans ist ja schon im Spiel. Dann schickt man nochmal Stendera, wie versprochen, hier auf die Flügel und packen dafür Stocker mal rein. So, Freunde. Gut durchrotieren, steht zwar nur 1-0, aber ich glaube, wir machen das schon. Und jetzt sehen wir dann halt mal Benteke, mal sehen, ob er genauso torgefährlich ist wie Julian Schieber. Erstmal Stendera, sieht da oben Origi. Er nimmt Plattenhardt mit, Plattenhardt, Flanke, zu weit. Hallo, da darfst du ja nicht so frei durchkommen. Nase juckt, das ist immer super. Benteke räumt da einfach mal die ab. Benteke! Oh, Florian Klein fast wieder mit dem nächsten Patzer der Stuttgarter. Also die Kopfballduelle, die werden wir alle gewinnen. Hallo? Hey, der Schiri sieht mal einen Foul. Ich werde bekloppt. Muss man jetzt auch nicht unbedingt pfeifen, aber naja. Guck mal hier kurz. Spielen. Kommen wir da noch vorbei? Wir probieren es, aber packt man nicht gegen Kostic. Dann vielleicht im Abseits. Zweiten Versuch, wollte ich sagen. Ja, ein kleines bisschen da der linke Fuß. Die Davi raus, der Sararea rein. Kopfballduell. Don't you get it? Auch. Oh. Voll verschätzt. Aber das lösen wir gut. Gegen Maxim dürfen wir auch ein bisschen aggressiver zu Werke gehen. Origi gegen Leitner. Origi gegen Leitner. Tanzt ihn da aus. Origi, Origi. Und ab dafür. Merkel steht im Weg. Das ist ja nicht zu fassen.
Mann, Weltklasse gemacht von Origi, aber dann Merkel so, nö, den gönne ich dir nicht, Junge. Stendera hat doch auch einen guten Schuss, aber leider abgefangen. Keine Chance hier, die Stuttgarter. Ja, natürlich bleibt der im Ballbesitz. Warum auch nicht? Jetzt vielleicht nochmal Stendera. Ah. Kommen wir einfach noch nicht vorbei. Ich schaffe das noch in dieser Aufnahmesession mit dem Fernschusstor. Ich bin mir da ganz sicher. Ich arbeite ja hart dafür. Und dann erreicht man die Ziele auch. Hey. Ich war da. Hey, Freundchen. Da war wieder ein Mini-Foul dabei, das sehe ich ganz genau. Da oben, dann dahin, oder auch nicht, oder doch, oder nicht, oder doch. Ah, kriegt den Ball doch! Und dann speichert der diese. Was ist das denn? Warum schießen die denn alle? Die sollen flanken. Und wo köpft er hin, bitte? Oh, oh. Da war kurzzeitig mal Holland offen. Stocker geht da unten. Legt sich den Ball auf seinen starken Linken und da hinten Origi. Oh, der geht noch nicht mal zum Ball. Jesus Maria, ey. Was ist denn los? Komm schon, in der zweiten Halbzeit hier mal ein bisschen was zeigen. Origi. Boah. Flanke. Auch nicht. Boom. Boah. Dit wäre doch gewesen, Freunde. Benteke, was machst du denn hier außen, Freund? Du gehörst ins Sturmzentrum. Guter Kracher hier, leider sehen wir nur die zu späte Parade. Und hier, wie wir den Kleinen da leer ins Leere laufen lassen. Aber es ist nicht sonderlich interessant, muss ich zugeben. Alexander Merkel bei der Ecke. Ah, jetzt habe ich auf falsche Dings geguckt. Die Ecken kriege ich heute echt nicht geschissen. Ich bin zu doof dafür. Akpoguma. Der hat doch schon mal ein Tor abgefälscht. Wo ist er? Ja, es wird es gewesen sein. Ja. Nur 1:0 in Anführungszeichen. Zweite Halbzeit war eher, naja, Not gegen Elend. Wir haben ein bisschen was versucht, aber nichts wollte so recht klappen. Naja, nicht gerade unser bestes Spiel. Immerhin nächster Sieg. Klare 64% Ballbesitz. An den Pässen müssen wir echt noch arbeiten, wenn sogar Stuttgart bessere Prozentquote hat als wir. Mané, bester Spieler. Stendera so ein bisschen durchgehangen. Wie gesagt, das eine Mal hat Origi eine schöne Aktion gezeigt, aber Merkel fälscht den Ball unglücklich ab. Sowas passiert halt. Stuttgart, Hertha 0-1. Köln verliert gegen die Bayern 2-0. Nürnberg gewinnt gegen Mainz 2-0. Düsseldorf im Aufsteigerduell gegen Aue mit 1-0. Freiburg und Augsburg trennen sich 0-0. Bremen und Gladbach 0-1. Hamburg gewinnt 1-0 gegen Leverkusen. Frankfurt verliert gegen Dortmund 2-0. Und Schalke, Wolfsburg 0-0. Schalke somit mit 2 Unentschieden. Die Absteiger momentan Frankfurt, Aue, Bremen. Und die Bayern mit 4 Punkten nur in der Europa League. So kann man die Tabelle gern lassen. Und ja, wir lassen jetzt erstmal das spielen, sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn euch dieser Part gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr Transferwünsche habt, immer her damit. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr sonstige Anregungen habt, auch das in die Kommentare. Wenn es gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben, damit ich weiß, yo, so wollt ihr, das wollt ihr sehen. Und ansonsten, ja, wenn ihr kein Video verpassen wollt, Abo dalassen. Die Spieler des Jahres ist Zlatan Ibrahimovic, vor Eden Hazard und dann Boetius von Rotterdam, wer auch immer das ist, den googeln wir mal. Vielleicht ist das ein Spieler für uns. Naja, das sehen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Bis dann, ciao.